Kann man wirklich einfach mit dem Rauchen aufhören, ohne Entzugserscheinungen zu haben? Du willst wissen, wie es ist, kein Verlangen mehr nach Kippen zu haben? Und du willst endlich Sieger über deine Sucht sein? Gib mir 5 Minuten und ich enthülle dir das Geheimnis, wie bereits Tausende vor dir ihr Glück nicht fassen konnten und endlich Nichtraucher wurden. Aber vor allem werde ich eines nicht. Ich werde dir nicht Ratschläge oder Tipps geben, die du hier überall im Internet findest. Einen Entschluss fassen, Ersatz schaffen, Kaugummi kauen oder einen Kugelschreiber zwischen den Fingern halten, zur Entspannung, es den Freunden mitteilen und so weiter. Damit hast du es wahrscheinlich auch schon probiert. Und was ist dabei herausgekommen? Sind wir uns ehrlich, wenn diese Tipps funktionierten, dann würdest du nicht hier auf meiner Webseite sein, und wer solche 0815 Tipps sucht, der ist auch völlig falsch hier. Denn wenn Tipps und gute Ratschläge Erfolg bringen würden, dann wärst du schon lange Nichtraucher, also das brauchst du nicht. Und ich werde dir auch noch eines nicht erzählen, wie gesundheitsschädlich rauchend ist, oder wie viel du dir ersparst, wenn du aufhörst. Wenn du hier bist, dann gehe ich davon aus, dass du aufhören möchtest und nach einer Lösung suchst. Und nicht, dass dir jemand so einen Quatsch erzählt. Am Ende dieses Videos weißt du genau, was du tun musst, um mit dem Rauchen für immer aufzuhören. Aber wer bin ich und warum kann ich dir helfen? Also, mein Name ist Helmut Rossmann. Und ich habe eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte, wie ich selbst mit dem Rauchen aufgehört habe. Am 2. Januar 2002, also mittlerweile ist es über 10 Jahre her, habe ich von einem Tag auf den anderen, beziehungsweise von einer Stunde zur anderen, mit dem Rauchen für immer aufgehört. Und zwar von 60 Zigaretten pro Tag auf null. Nun, wie habe ich das gemacht? Ich habe ziemlich ungewöhnliche Methoden und Techniken verwendet, die nichts mit diesen Methoden, die man normalerweise zur oder von der Raucherentwöhnung her kennt, zu tun haben. Die Methode, die ich dir heute vorstelle, habe ich selbst entwickelt und sie beruht auf der Grundlage der Hypnose. Wenn du jetzt denkst, Hypnose ist etwas, davon hast du keine Ahnung oder das kannst du nicht oder das ist etwas, wo man im bewussten Verstand abgibt und sozusagen keine Kontrolle mehr über sich hat, dann ist das schlichtweg falsch. Die Hypnose dient dazu, einen Schnittpunkt zu deinem Unterbewusstsein herzustellen. Denn der Grund, warum du rauchst, der liegt in deinem Unterbewusstsein. Kein Mensch sagt bewusst, natürlich sagt man bewusst, ja, jetzt zum Kaffee eine Zigarette. Aber dieses Gefühl, dass man rauchen will, das entsteht im Unterbewusstsein. Denn es gibt keinen logischen Grund zum Rauchen, den gibt es nicht. Und wenn man im Bewusstsein mit dem Rauchen aufhören könnte, dann würde jeder Raucher zu rauchen aufhören, sobald er fährt, dass Rauchen schädlich ist. Ich habe aber persönlich noch nie erlebt, dass ein Raucher eine Schachtel Zigaretten nimmt, liest, Rauchen verursacht Krebs, und dann sagt, oh, das habe ich ja gar nicht gewusst, und dann aufhört. Das habe ich noch nie erlebt und das wird wahrscheinlich auch nie vorkommen. Und deswegen, es gibt keinen logischen Grund zu rauchen, den gibt es einfach nicht. Und deshalb bedarf es manchmal auch ein bisschen unlogischer Methoden, um mit dem Rauchen aufzuhören. Aber wie kannst du das eben nutzen für dich? Was sind das für Methoden oder was ist das für eine Methode, die ich da entwickelt habe? Es hat eben nichts zu tun mit dem, was viele Leute so aus der Showhypnose oder aus dem Fernsehen her von Showhypnose kennen, sondern das ist ein entspannter Zustand, in dem du lernst, Zugriff auf dein Unterbewusstsein zu bekommen. Und herausfindest, wo die Ursache liegt. Was ist der Grund eigentlich, warum du rauchst? Wo verknüpfst du in deinem Unterbewusstsein etwas Positives mit dem Rauchen? Und das gilt es dann zu ändern. Denn etwas wirklich Positives hat Rauchen nicht. Es gibt die verschiedensten Gründe, warum man angefangen hat mit dem Rauchen. Und dann gibt es nochmal die Gründe, warum man es nicht schafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Und all das lernst du bei diesen Methoden kennen. Das ist ein interaktives CD-Programm auf 2 CDs. Und für ein noch breiteres Verständnis zur Hypnose
bekommst du noch zusätzlich ein E-Book vorab, in dem wirklich die Zusammenhänge zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein noch genau erklärt sind, sodass du eine Einführung in die Hypnose hast. Ich hole dich sozusagen bei minus null ab, führe dich in die Hypnose ein, wie das funktioniert mit den CDs, und du wirst merken, wenn du den Grund herausgefunden hast, die Ursachen für dein Rauchen, und diese dann eliminierst, ist das Verlangen nach Zigaretten weg, ohne Willensanstrengung. Das ist das Entscheidende dabei. Und ohne Entzugserscheinungen. Nun, wie geht das? Du klickst ganz einfach unter diesem Video auf den Link. Dann ist da so ein Link jetzt zum Nichtraucher. Dann wirst du da weitergeleitet auf die Bestellseite. Auf der Bestellseite füllst du einfach deinen Namen aus, deine Adresse, wählst die Bezahlart aus. Bezahlt wird der Vorkasse, leider geht das nicht anders im Internet. Und danach bekommst du das E-Book, für gewöhnlich innerhalb der nächsten Minuten. Es kann aber auch sein, dass im Cyberspace das mal ein oder ein paar Stunden dauert, bis das bei dir im E-Mail-Postfach ist. Und dein CD-Programm hast du dann innerhalb der nächsten paar Tage bei dir in der Post. Und ich freue mich auf alle Fälle, wenn du es anwendest, von dir zu hören über deine Ergebnisse. Dein Helmut Rossmann.